Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Wir sind am Ende des Pesachfestes. Nach biblischer Vorschrift dauerte es 7 Tage, nach rabbinischer Vorschrift in der Diaspora sogar 8. Wir lesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 11. Das assyrische Weltreich wird fallen, aber ein anderes Weltreich kommt. Und in diesem Abschnitt über Gottes Reich finden wir eine Beschreibung des Messias, des Königsreichs selbst, des heiligen Überrests, der in dieses Reich übernommen wird, der dort wohnen wird. Und Jesaja stellt dieses Reich Gottes, dem assyrischen Reich, aber auch dem sündigen Leben von Israel in seinen Tagen gegenüber. Und schließlich beschreibt Jesaja das gerechte Königreich, das der Messias errichten wird. Der Fluch wird aufgehoben, Frieden und Harmonie werden allgegenwärtig sein, wilde Tiere werden wieder zahm, leben mit Haustieren und Menschen zusammen, Wolf, Leopard, Löwe, Bär werden als Beispiele für solche wilden Tiere genannt, die friedlich neben Herdentieren leben, neben dem Lamm, neben der Ziege, dem Kalb, der Kuh und dem Ochsen. Ein kleines Kind wird bei dem Löwen, Bären und Kobras und Vipern werden keine Gefahr mehr für Kinder oder Menschen sein. Der Löwe wird neben dem Lamm leben und es kommt nicht eine halbe Stunde einer, der ein neues Lamm neben den Löwen legt. Nein, die Gesetze der Natur werden überwunden. Aufgrund des Abraham-Bundes, des Bundes mit David und des Bundes, der in Jeremia beschrieben wird, werden die, die Gott anerkennen, in diesem Reich eine besondere Stellung einnehmen. Das könnten ja neben Juden auch Christen, Moslems sein, denn wir alle beten im House of One zu dem einen. Aber es könnten auch Menschen anderer Wege zu Gott durch dieses Königreich gesegnet werden. Gott hat Abraham verheißen, dass durch ihn alle Menschen auf dieser Erde gesegnet werden. In den Versen 11 bis 16 spricht Jesaja von der weltweiten Sammlung der Menschen guten Willens und der Gottgläubigkeit. Er vergleicht die Sammlung mit einem zweiten Exodus, einem Auszug wie damals aus Mizraim, was oftmals mit Ägypten übersetzt wird. Der Überrest der guten Menschen wird von Gott aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen gesammelt, von den 4 Enden der Erde. Das ist Pesach Le'atid, das ist das Pesachfest der Zukunft, wie Jesaja es beschrieben hat. Und wenn diese Erlösung nicht in diesem Jahr kommt, dann bestimmt im nächsten Jahr. Wenn die Erlösung von der Corona-Pest nicht jetzt bald kommt, dann vielleicht in etwas größerer Zukunft. Und wenn wir den Grundstein nicht in diesem Jahr legen konnten für das House of One, dann im nächsten Jahr. Das ist das, was uns alle verbindet, die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es besser wird. Gregor. Lieber Andreas Weber-Kadir, das ist die Hoffnung, die uns verbindet. Die Hoffnung, die auch die christliche Zeit prägt, in der wir uns gerade befinden. Die Tage nach der Auferstehung, die Osterzeit. 50 Tage bis Pfingsten, die sind jetzt angebrochen. Und das sind Tage, die nicht geprägt sind von Euphorie und Feierstimmung, wie man das vielleicht annehmen könnte. Nein, das Ereignis, was die Jüngerinnen und Jünger erlebt haben, musste erstmal verdaut werden. Es muss erstmal geguckt werden, was das jetzt bedeutet und ob es auch wirklich wahr ist und geglaubt werden kann. Es ist eine Zeit des Nachdenkens und Fragens, ja auch der Sorge und der Unsicherheit. Wie soll es weitergehen? Wie kann das Leben überhaupt Zukunft gewinnen? Wie sollen wir uns begegnen? Wie sollen wir Nähe herstellen? Alles Fragen, die auch sehr ähnlich sind zu unserer Situation heute in der Corona-Pandemie. Die nachösterliche Zeit gibt Raum, dem nachzuspüren. Und jeder Sonntag hat in dieser Zeit sein eigenes Gepräge. Der kommende Sonntag, der hat Platz für den Zweifel auch nicht glauben zu können. Und damit verbunden die Frage,
was Glauben bedeutet. Bedeutet Glauben der Tradition, dem Überlieferten einfach zuzustimmen und es für wahr halten? Oder bedeutet es nicht auch, eine Gottesbeziehung zu pflegen, Gott zu vertrauen, sich ihm zuzuwenden? Das Bild, das der nächste Sonntag für diesen, ja, was den nächsten Sonntag prägt, ist das Bild von den neugeborenen Kindern, die nach der Milch verlangen. Und so wie die Kinder nach der Milch verlangen, so sollen auch Christen danach verlangen, dass das Leben weitergeht, nach dem Leben und nach der Liebe. Und so sich immer wieder versuchen, den Sieg des Lebens über den Tod vor Augen zu führen, so schwer das auch ist und in bestimmten Zeiten auch herausfordernd sein kann. Diese Pflege des Vertrauens ist etwas, was auch unser Projekt ja prägt, unser House of One-Projekt. Wir haben genau darauf gesetzt, auf das Vertrauen in den eigenen Glauben und auf das Vertrauen in den, der anderes glaubt, und haben uns zusammengetan. Vor 10 Jahren war das und sind diesen Weg weit gegangen. Inzwischen ist das Vertrauen einfach gewachsen und es ist die Basis für unser Zusammensein, für unser House of One. Das Vertrauen zwischen uns dreien, das Vertrauen zwischen unseren Gemeinden, den Gründergemeinden, aber auch das Vertrauen von Spendern und Förderern. Inzwischen sind ja auch aus privater Hand Millionen uns übergeben worden für das House of One-Projekt, auch die staatliche Förderung. Auf allen Ebenen ist ganz viel Vertrauen da, dass das etwas ist, was wir hier machen, das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft, was die Welt braucht, was wichtig ist. Es ist inzwischen ja so, dass es auch Partner in allen Weltteilen gibt, die genau dieser Idee vertrauen und ihr und uns folgen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist auch nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk. Die Verlegung der Grundsteinlegung, die ja nun heute gefeiert werden sollte, die hat uns alle ein bisschen aus der Bahn geworfen und auch traurig gemacht. Aber inzwischen erkennen wir auch da, dass es natürlich eine Chance ist, weiterzubauen an dem Fundament des Vertrauens, es zu pflegen, weiter Seite an Seite zu beten und auch über bestimmte Dinge nachzudenken. Wir sind da noch lange nicht am Ende des Weges angekommen, über das Verhältnis von Inhalt und dem künftigen Bau, über das Verhältnis von der Pflege der eigenen Glaubenstraditionen und der Suche nach neuen Glaubensformaten, so wie wir das jetzt hier gerade mit diesen Zoom-Konferenzen versuchen oder mit diesen Zoom-Gebeten. Ich glaube, wir werden die Grundsteinlegung noch feiern. Und die Zeit bis dahin werden wir weiter Seite an Seite beten. Davon bin ich überzeugt. Und ich weiß, dass ihr es auch seid und gebe das Wort gerne an Kadir weiter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja, es ist die Zeit der Grundsteinlegung, aber wir sind ein Stück traurig, dass wir diese Zeit jetzt nicht gemeinsam Seite an Seite feiern können. Aber dennoch gibt es Grund, fröhlich zu sein, Grund zu feiern, dass wir trotzdem miteinander sind. Was wäre, wenn wir jetzt vor einigen Jahrhunderten gelebten und uns jetzt gar nicht mehr sehen könnten? Jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir zusammenkommen können auf eine ganz andere Weise. Wir können kreativ sein, wir können neue Wege finden, um zusammen zu bleiben. Und von daher, ich glaube, wir haben genügend Gründe, dankbar zu bleiben. Die Grundsteinlegung, die wir physisch nicht an diesen Tagen feiern durften, die aber auf der Basis eigentlich das Vertrauen hat. Und deswegen, da möchte ich ja mich an euch beide anschließen. Ohne Vertrauen kann das nicht funktionieren. Und dieses Vertrauen ist da. Vor allem dieses Vertrauen unter uns ist da. Und ich bin froh, dass das Vertrauen von außen auch an uns gerichtet ist. Und dies macht mir auch die Hoffnung, dass wir mit Freude die Zeit erwarten dürfen, wo wir auch physisch die Grundsteinlegung feiern dürfen. Ja, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, nähern wir Stück für Stück uns an den Monat Ramadan. Knapp in einer Woche sind wir soweit.
Es ist die Zeit der Gebete. Es ist die Zeit der Besinnung. Es ist die Zeit, in der wir uns großen Herausforderungen stellen. Also es ist wie eine Buchhaltung des Muslims. Der Muslim hat jeden Ramadan einmal im Jahr eine quasi Buchhaltung, wo er einfach mal sein Verhältnis, ihr Verhältnis zu Gott überprüft und sagt, wo stehe ich jetzt? Was habe ich bis jetzt versäumt? Was muss ich nachholen? Und egal, in welcher Lage man steht, wir haben trotzdem Möglichkeiten, das aufrechtzuerhalten. Ich möchte heute an ein Hadith, einen Prophetenbericht aufmerksam machen. Und zwar in diesem heißt es, Gott sagte, alle Taten der Kinder Adams gehören ihnen, außer dem Fasten. Wahrlich, es ist für mich und nur ich werde es belohnen. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, wir unterscheiden zwischen den Worten oder auch die Handlungen, über die berichtet wird vom Propheten. Und zugleich der Prophet, der quasi Gott zitiert. Das gehört zum Koran, aber diese werden als Hadith Qudsi benannt. Also in diesem Hadith, berichtet Gott uns, sagt uns, dass wir uns freuen können und dürfen demnächst fasten, zu fasten. Also, um diesen Hadith verstehen zu können, sollte man wissen, dass nach dem Glauben der Muslime, nach unserem Glauben, bei der Belohnung der guten Taten durch Gott die Engel eine vermittelnde Rolle haben. Nein, nicht die Engel belohnen, Gott belohnt, aber sie sind als Vermittler da. Und so deuten die muslimischen Gelehrten diesen Hadith, indem sie sagen, dieses Gebet ist ein aufrichtiges Gebet, dermaßen aufrichtig, ein Gebet mit Ikhlas, denn gerade beim Fasten kann niemand außer sich selbst und Gott wissen, ob man wirklich fastet, ob man überhaupt fastet. Also Fasten ist kein Gebet nur für Ramadan reserviert, es ist ein Gebet, die jede Zeit verrichtet werden kann. Und ich glaube, in einer Zeit, in der wir unser Immunsystem stärken müssen, in dem wir auf unsere Gesundheit achten müssen, ist es, glaube ich, auch ein schönes, gutes Gebet. Von daher wünsche ich und hoffe ich, dass wir gesund bleiben können, sodass wir ja demnächst unsere Grundsteinlegung zusammen feiern können. Ja, wir wollen unsere Grundsteinlegung zusammen feiern. Wir wollen, dass all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer in diesen Tagen und Wochen krank sind, insbesondere natürlich diejenigen, die an der Corona-Infektion leiden, dass sie wieder gesunden. Yirazon milfanecha Adonai Eloheinu velohe avoteinu veimoteinu shetishlach mera refua shlema min hashamayim refua tanefesh verefua taguf. Also derjenige, der unsere Stammväter, Vorfahren, Abraham, Isaac, Jakob, Salfrach und Lea gesegnet hat, er segne und heile alle, die krank sind, insbesondere diejenigen, die unter der Corona-Infektion leiden. Gebe ihnen einen heilen und starken Körper und Seele und die Genesung komme bald und darauf wollen wir alle Amen sagen. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, danke für alles, was du mir schenkst, für Vertrauen und Liebe, für Familie, Freunde und für Frieden. Für dich, guter Gott. In Gedanken lege ich dir diese Menschen ans Herz. Ich bitte für die, die einsam sind. Ich bitte für alle, die Angst haben. Ich bitte für die Kranken. Ich bitte für alle, die anderen helfen und für sie sorgen. Ich bitte für alle, die Entscheidungen treffen müssen. Ich bitte für die, die im Sterben liegen, für die Traurigen, für die, die um sie trauern und für unsere Toten. Gnädiger Gott, sei du mit ihnen, stärke sie, bewahre sie in deiner Liebe. Gib ihnen deinen Frieden. Amen. Wir sind in einer Zeit, in der wir viel Trost benötigen. Auch ich brauche Trost, weil ein wichtiger Freund
ein Bruder, Bahattin Bijan, in Schweden vor einigen Tagen verstorben ist, wegen Corona. Wegen meinem Verlangen nach Trost und als Trost für viele in dieser schwierigen Zeit möchte ich als Gebet die Verse aus dem Koran vortragen, die auch als Trost für unseren lieben Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Zuerst in der Friedrich-Rückert-Übersetzung. Sure 93. Beim Tag, der steigt, und bei der Nacht, die schweigt, verlassen hat dich nicht dein Herr, noch dir sich abgeneigt. Das dort ist besser, als was hier sich zeigt. Er gibt dir noch, was dir zu deiner Lust gereicht. Fand er dich nicht als Weisen und ernährte dich, als Irrenden und führte dich, als Dürftigen und mehrte dich. Darum den Weisen plage nicht, dem Bittenden versage nicht und deines Herrn Kult vermelde. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.